Jo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Jo, mir war mal ein bisschen langweilig und dann habe ich mal so ein paar alte Sachen von mir rausgekramt und dabei habe ich dieses Heft entdeckt. Ich habe nämlich früher ganz schön viele Star Wars Karten gesammelt gehabt. Ich glaube, das ist sogar relativ vollständig, das Heft, ja. Das ist aus der zweiten Serie, also ich glaube, das ist schon sehr alt. Ich glaube, die hat mit 7, 8 so ungefähr gesammelt gehabt, sind die neu rausgekommen. Die sind schon sehr alt. Ja. Ich glaube jetzt so 8, 7 Jahre so ungefähr. Und ja, ich wollte euch mal meine Sammlung zeigen. Und ja, ich glaube mal, dass hier diese Seiten euch nicht so interessieren. Hier habe ich zwar auch schon ganz schöne Non-Rare-Karten, sag ich mal, die auch schon ganz schön krass sind, wie Obi-Wan, Luke oder Han Solo oder so. Das ist übrigens die einzige Karte, die mir fehlt in dem ganzen Set, die Nummer 3. Ein bisschen blöd, aber naja. So, dann habe ich hier noch ganz stabile Karten, eigentlich. Aber die dürften mich jetzt nicht so interessieren. Jetzt kommen wir wieder mal so ein bisschen bessere Karten. Hier habe ich nochmal Darth Vader, auch noch mehr. Und Imperator Palpatine. Ihr werdet schon sehen. Ich weiß gar nicht, ob das alles aus einem Set ist, was ich hier drin habe. Auf jeden Fall habe ich hier nämlich viele, viele Karten. Hier, das ist wahrscheinlich eher uninteressant. Den Todesstern, den zweiten, habe ich hier beides mal drin. Genau. Und ja, dann kommen wir jetzt auch schon gleich zu den interessanteren. Hier sind nochmal die ganzen bei Jabba dem Hut da in dieser Bude, also in dieser komischen Hütte. Zum Beispiel der Kantinenspieler da und so. Ja, eigentlich ganz interessant. So, jetzt kommen wir hier schon mal zu den Non-Rare Jedis. Da habe ich Anakin Skywalker aus dem zweiten Film. Genauso wie Yoda, Mace Windu, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan und alle. Also ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Hier sind noch so ein paar Klonkrieger und so. Und ja, das ist nicht so interessant. Genauso wie die Seite, aber jetzt kommt schon eher sowas bisschen Besseres. Also ich zeige euch mal die Karten hier. Die sind schon deutlich besser, würde ich mal so sagen. Und dann ist hier auch der 101er in dem Set, also die Stacks-Karte. Darth Sidious ist eine andere Karte tatsächlich. Hatte irgendwie 7 Stück von. Aber ich habe keine Ahnung, wo die jetzt rumflattern. Also, ja. Hier kommen noch mehr Sith. So. Also, ja. Darth Maul und Sidious. Aber sind auch gar nicht so die Rare-Karten. Ich glaube, die Rare-Karten sind auch schon ganz schön teuer jetzt. Hier habe ich dann nochmal so ein plus 4 Abwehr, plus 5 und so. Ja, diese Karten gab es immer früher. Hier habe ich zum Glück die ganze Seite voll. Das ist eigentlich ganz cool, finde ich. So. Eine nice Seite. So, jetzt kommen wir schon zu den Rare-Karten. Da fangen wir gleich mal an mit Luke Skywalker, mit dem Sturmtruppler-Anzug in dem vierten Film, oder in dem ersten. Wenn man es halt sagen möchte, Anakin Skywalker, Obi-Wan. Aus dem ersten oder vierten Film. Yoda, Mace Windu, Kit Fisto und alle. Lando Calrissian habe ich auch. Als er sich, glaube ich, das war im fünften oder sechsten Film, wo er sich, nee, im sechsten, wo er sich verkleidet hat, um Han zu befreien. Ja. Hier habe ich dann nochmal Darth Sidious, Vader und alle. Also ja. Aber jetzt kommen schon die Ultra-Rare-Karten. Ich habe jetzt die Namen vergessen, wie die so heißen. Könnt ihr mich ja korrigieren oder so in den Kommentaren. Ja, ich mache hier mal kurz so einen kleinen Überblick. Also, ja. Der Play beginnt es eigentlich schon. Hier ist dann Luke aus dem fünften Film, glaube ich. Ja, aus dem fünften. Und ja, das ist dann auch schon meine letzte Seite. Davor kommt noch eine andere, die linke, aber die zeige ich euch nicht gleich, weil das sind eigentlich meine krassesten Karten. Und so habe ich dann noch hier kenne General Grievous, Count Dooku, Ultra Rare, Boba Fett, Ultra Rare,
und Jango Fett oder Cowboy. Ja, und hier ist dann meine krasse Seite eigentlich. Also Prinzessin Leia, Han Solo, Yoda, nochmal Yoda. Ja, Mace Windu, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, Anakin und Padme. Ja, eigentlich ganz nice. Ich habe hier noch ein paar Seiten, aber die sind gar nicht bedeckt. Also ja, ich habe das halt auf jeden Fall vollständig. Bis auf eine Karte. Und ja, ich finde die Artworks eigentlich relativ nice. Auch wenn sie hier vielleicht noch im Hintergrund was anders machen könnten. Aber ja, ist auch schon ein bisschen älter, also geht das klar. Und ja, falls ihr Lust habt, könnt ihr euch im nächsten Video meine Pokémon-Sammlung kaufen. Hier habe ich ja extra so ein krasses Buch reingepackt. Hatte ich schon mal gemacht. Ich habe mir auch wieder Packs gekauft, weil mir langweilig war. Also ja, mache ich auch mal auf. Falls ihr das sehen wollt, könnt ihr es mal schreiben. Und ich, wenn ihr Lust habt, verlose ich eine riesen Pokémon-Karte. Könnt ihr ja dann in die Kommentare schreiben. Sieht dann so aus. Die ist riesengroß. Die hatte ich mal bekommen aus einem Set. Ist auch noch shiny. Also echt ganz cool. Ja. Könnt ihr mal alles schreiben, falls ihr darauf Lust habt. Ja. Tschüss.